So, Servusle, moin moinsen, hallöchen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia, 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 Franconia. So, fertig ausgesponnen. Ich habe mir überlegt, was wir heute machen, werde ich euch jetzt mal gleich erzählen, beziehungsweise auch auf der Karte zeigen. Wir werden zu diesem Fragezeichen, zu diesem Ausrufezeichen gehen. Eine verfügbare Quest. Zuvor aber nochmal werden wir an dieses Anschlagbrett gehen und uns da noch die ein oder andere Quest uns ja, besorgen. Und da gucken wir mal jetzt rein. Bitte vom Rheingard. Mein Sohn Gordon ist vom Schlachtfeld desertiert. Wer ihn sieht, sollte den Feigling umbringen und seine Leichte den Fischen im Meer zum Fraß vorwerfen. Brinkert. Das ist aber auch heftig, ne? Hilfe mit einem Schild. Wer kann einen goldenen Drachen auf meinem Schild malen? Als ich es selbst versucht habe, sah er eher nach einem Eidechse mit hervorstehenden Zähnen aus. Der Bursi! Ragnarok. Ragnarok ist nah. Schärft eure Schwerter. Was feilt an euren Kampfkünsten? Besiegt eure Angst, wenn der goldene Hahn kam wie kräht. Wenn Hemdall sich erhebt, wenn die Regenbogenbrücke sich für die Riesen öffnet, müssen die Söhne und Töchter von Skellige für den Kampf gewappnet sein. Ne? Wegen Propaganda hier. Beutezug in den Westen. Gute Männer, aufgepasst. Nächsten Lammes breche ich mit Gretje und Fjernborn in den Westen auf. Die Ältesten behaupten, dort gäbe es nichts außer weißes Meer, Riesenkragen und Schlangen. Aber ich bin ein Mann, der die Dinge mit eigenen Augen sehen muss. Wenn ihr das Abenteuer sucht, haben wir noch einige freie Ruder. Life is life, genau. Ich erkenne einen Sohn nicht an. Ich erkenne den Sohn nicht an, den meine Frau Eldrid zur Welt gebracht hat. Wer ihn aufnehmen möchte, kann vor dem nächsten Vollmond zu uns kommen. Danach werde ich ihn in den Bergen aussetzen. Alter, was geht mit euch ab? Und Auftrag Morgvarg. Was Söhne und Töchter der Freya, wieder ist ein Jahr vergangen, dem Morgvarg in den Gärten der Göttin sein Unwesen getrieben hat. Wer den Mut hat, dieses böse Wesen zu erschlagen. Sterblichen berühmt zu werden und Gunst der Unsterblichen erringen und erhält außerdem eine Belohnung aus der Schatzkammer des Tempels. Schwester Josta, ach, das hatten wir schon. Dann haben wir ja eigentlich nichts Neues. Sagen wir es mal so, dann gehen wir doch gleich mal. Jetzt müssen wir schauen, wo nochmal das Fragezeichen ist. Jo, dann gehen wir doch gleich mal zu dem Fragezeichen, sage ich immer. Zu dem Ausrufezeichen natürlich. Gehen wir da gleich mal hin. Und dann sehen wir, was der von uns will. Wo war das nochmal? Hier. Hey, Krieger. Wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in der Hand und ehren unsere Väter dabei. Ich bin ein Hexer. Ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran. Na schön. Geh du voran. Was? Für Ruhm und Ehre, Quest verfolgen. Hilft den Kriegern, die Nekrophagen in der alten Mine zu töten. Wartet mal jetzt, die Affen. Die rennen schon wieder wie so Gestörte da drauf zu. Nekrophagen, ey. Brauch schon Nekrophagenöl erst einmal. Hier überlegen das Nekrophagenöl, das schmieren wir uns drauf aufs Schwere. Was hilft da nochmal schnell gegen Nekrophagen? Kurz nochmal ins Bestarum, ich kann mir das einfach nicht merken. Hier Nekrophagen. Das Axi zeigen. Ja, aber was für Nekrophagen sind das, ne? Ja, aber oft wird es, ne, Gwent zeigen. Ja, ich glaube, mit dem Gwent zeigen sind wir recht gut bedient.
Mit dem Quentzeichen sind wir sehr gut bedient. So. Ihr Schniedelbeidel. Greif mal hoch, hat er gemeint. Da liegt doch was. Pass doch mal auf. Dimeterium-Erz. Nochmal Dimeterium-Erz. So, Unu. Was? Hey da, wohin gehst du? Ich schau mal rum, ey. Ihr rennt ja nur blöd in der Gegend rum. Wieso gestört, ey? So wird er gleich umgebracht. So, hey ja, hier bin ich, hey ja. Spitzhacke. Nochmal Spitzhacke. Kann ich hier hoch? Nein. Hier geht's doch nochmal entlang, ihr Idioten. Dahinter gehe ich. Was ist dagegen? Wenn ihr nur Maul, ey, dann macht euren Scheiß selber. So, reine Silber. Reine Silber hat er gemeint. Und Holz. Ey, da ist schon wieder einer kaputt, halb von euch. Sind jetzt schon wieder. Scheiße, ist einer tot schon, oder? Scheiße. Das glaube ich schon tut's am jetzt. Fuck, da ist einer gestorben. Okay, was muss ich jetzt machen? Sagt dem Fairwell, dass die Uni mitnehmen wird. Das war schon die Quest. Grünes Mutter gehen. Schwarze Perlen. Was haben wir hier noch? Dimeterium-Bahn. Verfluchter Mist, du. Kann ich mit dir reden? Hallo. Ja, hallo, Alter, dein Kumpel. Guck mal, dein Kumpel ist tot. Hallo. Alter, was seid ihr für welche? Ach, hier geht's wieder raus. Wo geht's dann da drüben hin? Warte mal, ich bin ja neugierig, ne? Ich muss da mal nachschauen. Wo geht's denn hier hin, hat er gemeint. Boah. Das ist ein super schöner Bub. Ätzele, Alter. Entschuldige. Oh. Ah, was haben wir hier denn Leckeres? Zerriebene Perle, ein wenig Holz, ein wenig Zwirn. Eine Armbrust. Da liegt der Tode. Schweinehaut. Da liegt doch noch was von dem, oder? Hier muss doch noch irgendwo was liegen, oder? Da ist doch noch ein X. Konnte ich jetzt da machen? Nee, okay. Geht's da noch weiter? Nein. Gut, dann... Ach, da ist noch eins versteckt. Schau nachher, du. Bisschen Kohle, ein paar Erze. Hey, du kommst alleine klar, oder? Gerald von Riva? Ja. Der bin ich, mein Freund. Der bin ich. So, gehen wir wieder raus. Ach, bin schon wieder in der falschen Eck. Bin schon wieder im falschen Eck. Wir müssen hier raus. So, jetzt.
So, endlich wieder an der frischen Luft. So, wir machen heute Folgendes. Das hässliche Endlein, 19 haben wir. Dann haben wir hier noch 18. 15, der letzte Wunsch. Oder wir machen mal so ein Heldenrennen. Das wäre mal cool. Sammeln sie alle Windkarten. Okay, die sind jetzt alle sehr, sehr cool schon. Na, haben wir doch schon fast alles hier abgearbeitet. Hier haben wir vielleicht noch etwas. Schatzsuche, Wolfsschuhenausrüstung. Ja, da kommen wir leider irgendwie nicht hin. Aber wir sind recht gut dabei. Dann können wir das doch gleich machen. Freunde. Loggen wir uns doch gleich mal ein. Und zwar hätte ich gesagt, machen wir erst einmal dieses Heldenrennen. Ui, und da sind wir richtig weit weg. Da sind wir richtig weit weg. Gucken wir mal auf die Weltkarte, ob wir da vielleicht ein bisschen Zeit reisen können. Wo müssen wir da hin? Ja, bist du deppert? Hier müssen wir hin, ey. Hast du einen Arsch auf, ey. Aber dann nehmen wir das Fragezeichen doch mit. Ach, hier haben wir auch noch einige Fragezeichen. Dann machen wir die erst. Dann machen wir die erst. Stimmt, wurden ja neue entdeckt. Neue Fragezeichen. Drum, ich habe mir doch gedacht, hä? Die haben doch welche gesehen gehabt. Beziehungsweise, wir haben doch schon alles gefunden gehabt. Ah, Geralt schleppt sich mühsam nach oben. Ich hoffe, der rutscht nicht ab. Na, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir sind schon über dem Berg, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt geht's aber steil runter da. Scheiße, wie bin ich jetzt hier auf einmal da nach oben gekommen, ey? Aber was für ein cooler Ausblick, ey. Leck mich fett. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier irgendwie runterkommen. Na, hat doch sehr gut geklappt. So, verlassene Städte. Sehr cool, sind schon wieder so viele unterwegs. Sind das Wölfe? Die sind aber groß für Wölfe, ne? Ui, guck mal, der Wolf sieht voll im Rotz. Was schon. Na, na, na. Etzala. Ah, sehr schön. Das kleine Fischerdörfchen hier. Ich nenne es jetzt mal so. 170 Erfahrungspunkte erhalten, alles klar. Alles klar, ey. Da war's da Bescheid. So, wir sammeln mal hier alles auf. Hundetalk. Hm. So, wir gucken mal hier, alter Mann. Was? Hier gibt es natürlich immer wieder. Ich bin ja hier eigentlich auf diese verlassenen Städte immer wieder gespannt. Auf die Händler hier. Aber wir gehen erstmal hier rein. Hallo. Was bringt dich her?
habe wieder euer Zuhause zurückgebracht. Nur mal so nebenbei. Ausgenommener Fisch. Sag's dem Jarl, der ist zuständig. Was? Und hier wohnen eigentlich alle, ne? Irgendwie. Na, hier liegen drei Bäder. Schön ums Feuer rum, finde ich sehr schön. Dann liegen hier noch... Ja, passen auch noch locker drei Mann rein. Gnomische Scherze, Wasserflasche. Nehmen wir doch alles mit. Also passen hier schon mal sieben Leute rein. Ne? Sehr schön, ist es dann hier so, keine Ahnung, so eine Herberge oder so, oder wohnen die hier wirklich alle? Sieht so aus, dass die hier alle wohnen. Dass die hier alle in dem Haus wohnen. Sogar ein Schnellreisepunkt, geil. Ja, hat nicht eine Herde schlachten lassen, sondern zwei, damit bei Brans Leichenschmaus auch genug zu futtern da ist. Ja, könnte stimmen. So, da ist der Händler. Der Stahl, der zischt. Die Funken fliegen. Sicherlich nur eine alte Runen in der Klinge. Aber für uns liegen? Du hast uns das Leben gerettet. Ich kann leider den Kaufmann nicht anklicken, doch jetzt. Sei gegrüßt, Fremder. Hi. Ich würde mir gerne deine Schwerter ansehen. Voll genervter Geralt irgendwie gerade. Ui, da haben wir doch wieder was. Spitzhacke. Verkaufen, verkaufen. Armbrust verkaufen. Langschwert von Spigerok verkaufen. Katzenschuhenschwert. Den Feuerhaken. Wilne Axt ist stark, Alter. Wasserweib-Trophäe. Was haben wir hier für Handschuhe? 3, 4. Ja, dann tun wir mal den weg. So, lala. Der hat leider nicht so viel an Geld. Von daher werden wir vielleicht noch das ein oder andere jetzt noch dazu kaufen. So, mein Freund. Dann haben wir hier noch Auftrag, wo war Gegenstand ist unverkäuflich. Und gnomische Scherze. Aber das haben wir schon gelesen gehabt, okay. Boah, Torcherne. Ui, die ist aber gut, ne? Plus 38, plus 30, ey. Torlun. Kostet 1400. Kostet 1400, das Teil. Aber hat Monsterschaden, ey. Verkaufen wir locker. Dann kaufen wir die noch. Aber der ist recht teuer, ne, der Bruder. Der ist auch nicht billig gerade. Pergament, dann haben wir hier Köderbolzen. Bolzen mit Köder. Komm, weil wir es können. Weil wir es kaufen können, kaufen wir es doch. Und Zielbolzen. Jo, dann haben wir hier noch die ein oder anderen Ölen, schieß mich tot, etc. Soweit nichts, aber jetzt hat er richtig gut Geschäft gemacht mit uns, ne? Durch das, dass wir das Schwert gekauft haben. Warte mal, vielleicht verkaufen wir doch das Teil. Komm, den Feuerhaken verkaufen wir, was soll's. Was soll's, Freunde? Die Wilner Axt. So. Sehr schön. Dann bedanke ich mich doch, mein Freund. Bis dann. So, Zielbolzen. Jetzt haben wir auch die Schemen hier. Gehen wir doch dann gleich zum nächsten Fragezeichen, das hier auch irgendwo in der Nähe ist. Genau hier in diesem Kuhkaff. Nicht der Kunde der Ort. Müssen wir einfach hier den Weg entlang.
So. Was haben wir hier jetzt? Wieder eine verlassene Stätte? Hier ist Blut. Aber was für Viecher sind hier? Ach Gott, oh Gott. Jetzt pass mal auf, was ich mache. Boah, wie kann ich denn die besiegen? Okay, das Horn bringt nichts. So, Edzeller, Freunde. So, lala. Na, wie viel haben wir noch hier? Na, schon noch zwei, mindestens. Junge, Junge, Junge. Na, noch zwei, die schaffen wir locker. Letzte. Ich glaube, es war der letzte. So ist es. Yeah, und hier haben die richtig cool. Hier haben sie so ein richtig schönes Dörfle, Alter. Hintersferl, genauer gesagt in Lurden. Nein, überspringen wollte ich nicht. Letzte 170 Erfahrungspunkte, alles klar. Alles klar. Jetzt schauen wir her, was wir gekriegt haben. An Scheiß haben wir gekriegt. Ich glaube, dann hätten wir es schon fast durch, ne? Dieses erlernte Zeug. Jetzt gucken wir uns nochmal hier um in dieser Folge. Oh, es ist wieder Leben da. Hallo, mein Sohn. Hurra! Der Hexer hat das Monster getötet! So bin ich. Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Okay. Hier gibt's das Allergleiche. Das ist jetzt, upsala, das ist jetzt das Allergleiche. Okay, hier ist noch ein Bett. Und hier ist noch ein Bett. Das sind das schon mal zwei. Du bist nicht aus dem Hilfgard, oder? Drei, vier, fünf. Oder ist noch mehr? Eins, zwei, drei, vier, fünf haben wir jetzt hier. Können wir hier noch sagen, wirklich acht Stück. Also mit so mehreren im Bett könnte ich mir auch gut vorstellen. Allerdings mit zwei Frauen oder so. Mit dem Typen muss nicht unbedingt sein. So, was haben wir hier jetzt noch Schönes? Ne, Harke. Hier noch ein bisschen was zu essen. Sehr schön, dann gehen wir mal darüber. Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes? Ja, Bund. Geralt von Hallo. Lieber. Ja. Unser Held. Geht's euch gut, meine Freunde? Hallo. Oder meine... Du bist ein Hexer, ja, oder nicht? Oder meine Dame. Ach, hier wird gewaschen. Hier waschen sich alle, wie es aussieht. Zwei Badewannen. Hier ist noch ein Bett, aber hier ist... Freunde der hier Dame. Ist auch schön. Retter gewöhnlicher Leute. Ha, hol dich denn schon. So, ich mag es ja lieber so ein bisschen kleinere Läume, aber dafür dann schön kuschelig. So, gucken wir hier noch rein. Hier ist auch schön. Ja, hier gefällt es mir auch. Schön, danke für eure Gastfreundschaft. Was bedeutet sie dir, die Zauberin? Jennifer? Die Jennifer? Naja, ich mal. Hässlich ist was anderes, sagen wir es mal so. Bleibst du lange? Nee, ich gehe wieder. Ciao, macht's gut. So. Aber kannst du auch eine Axt führen? Dass wir wissen, dass wir hier waren, zünden wir hier an. Können wir aber nicht, okay. Magst du eingelegten Hering? Können wir hier anzünden? Nein. Schwerter auf dem Rücken. Was lassen die sich als nächstes? Gut, dann. Genau, das können wir anzünden. Hier waren wir ja dann schon, theoretisch. Mein Onkel sagt, dass die Leute auf dem Festland Katzenköpfe haben. Aber du hast nur Katzenaugen.
Monsterknochen. Ach, ist das schön. Ich finde es echt schön, wenn ich hier helfen kann. Okay, hier war ich schon. Hey, geht's weg, du Monsterviech. Dann sind wir mal das an, nämlich hier in den Häusern waren wir schon alle. Da haben wir Hüfchen-Eier noch. Magst du eingelegten Hering? Ich hasse den. Ein Hering, das ist doch gut. Dann zünden wir mal das an. Und gehen dann gleich sofort mal hier rein. Hier können wir was aufnehmen. Eine Wasserflasche, sehr schön. Ich hatte ja 100, jetzt habe ich nur noch 62 aktuell. Hier ist ein Arsch wieder so viel. Das ist so eine Herberge, oder? Also kann ich mir zumindest vorstellen. Denn hier ist es auch nur mit dem Nötigsten ausgestattet, hier in dem Raum. Ui, da ist eine Truhe. Was ist da drin? Das ist super Bärenfell. Backkartoffel, ein Fläschchen und ein Apfel. So. Aber sehr schöne Feuerstelle hier auch wieder. Jo, gehen wir mal hier nach oben. Ich komme hier aber leider nicht rein. Schade, schade. Wie schaut es hier aus? Was ist hier? Ach, hier wird ja so Ware verkauft, oder? So ein Käfig. Für den guten alten Menschenhandel, Bärenfälle etc. Hier waren wir noch nicht drin, das weiß ich. Aber hier ist auch so schön mit der Mauer, ne? Mal gucken, was uns hier... Hallo, junge Frau. Oder gibt's Spanferkel? Hier haben wir Holz. Kümmern wir uns erstmal hier um. Hier ist nichts. Dafür hier umso mehr. Dimitheriumstau. Leere Flasche. Leere Flasche, ein wenig Brot. Trockenfisch. Kennst du aus? Wasserflasche, die sind immer gut. Kann man immer gebrauchen. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Wer, ich? Naja, wer Code Def, ne? Hätte ich gemeint. So, meine Lieben. Oh, weh. So, meine Lieben. Was denn? Oh, hier geht's auch noch rein. Ui, da ist bestimmt was Cooles drin. Ja, ein Trockenfisch. Ja, wirklich, nicht die Welt. Aber schön. Nicht die Welt, aber schön. Mensch, was für ein Schwert. Ist Hjalmar und Geralt. Also, wie viel ist denn das hier? Nein, hier waren wir ja schon. Sind wir ja gleich durch. Onkel sagt, dass die Leute auf deinem Festland grasen können. Mein Bruder kann das. Sind wir ja gleich durch. Das Häusle noch. Ist leider Gottes abgeschlossen. Ja, und die da unten haben wir ja. Was willst du von mir? Gibt's hier eigentlich noch einen Händler? Du siehst krank aus. Trink lieber etwas Met in der Taverne. Taverne, wo gibt's hier eine Taverne? Mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. So, dann hätte ich gesagt, mach mir hier doch eine kleine Pause, liebe Freunde. Hast du schon vergeben? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier gibt's wirklich keinen Händler. Mit dem Kuhkopf. Okay, machen wir hier, wie gesagt, eine kleine Pause. Bedanke mich fürs Zuschauen und sage bye bye, bis zum nächsten Mal zu The Witcher 3. Euer Franconia. Servus.